Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In Amerika gehen gerade einige YouTube-Videos viral, sag ich mal, in denen es um Lost Cargo geht. Das heißt also sowas wie Frachtware, die verloren gegangen ist, wo auch immer, auf dem Containerschiff, auf dem LKW, der einen Container geladen hat, also wirklich fette Waren, die nicht zustellbar waren oder verloren gegangen sind. Im Thumbnail ist dann immer dieses Containerschiff, so wie bei mir auch. Ja, vielleicht waren die wirklich auf diesem Containerschiff, wer weiß. Naja, auf jeden Fall finde ich es mega scheiße, dass ich hier in Deutschland wohne und die Waren, die die bestellen, nicht ganz bestellen kann. Also das ist echt ein bisschen doof, würde ich gerne. In Amerika gibt es Seiten wie liquidation.com, bitspotter.com und noch irgend so ein Bums. Da kannst du halt wirklich auf solche Ware bieten und dir das dann nach Hause schicken lassen. Und da sind echt manchmal coole Angebote. Was ich sehr schade finde, diese Seite oder Anbieter verschiffen nicht nach Deutschland. Also du kannst da aus Deutschland quasi bieten, aber die Ware wirst du niemals bekommen. Der Versand geht halt leider nur in irgendwelche US-Bundesstaaten. Ich habe dann mal gegoogelt und bin auf bstock.com gestoßen. Das ist zwar auch eine US-Seite, aber die verschippen wohl nach Deutschland. Also da konnte ich so Germany auswählen und ja, dann wurde mir ein bisschen was angezeigt. Und da habe ich für 200 Euro mal was erboten und das ist angekommen. Und darum geht's heute. Also ich bin glücklich, dass ich auch verlorene Frachtware zu mir nach Deutschland in mein Büro bestellen konnte. Let's go! Bevor wir starten, muss ich euch aber noch was Cooles vorstellen. Und zwar haben wir meine Freunde von Ecovex den neuen Ecovex D-Bot X1 zukommen lassen. Ultra geil, ein hochpreisiger Roboter, aber was der drauf hat, checkt das mal aus. Leute, ich bin gerade in meiner Wohnung und schaut mal da hinten in der Ecke, der große Kasten, wirklich ein Mördergerät. Ich habe ihn gerade mal ausgepackt, hier haben wir den Ecovex D-Bot X1 Omni. Ich konnte den neuen Saugroboter von Ecovex jetzt schon 2-3 Tage testen und ich muss sagen, wirklich geisteskrank. Das ist der X1 Omni. Von der Reihe gibt es dann noch den X1 Turbo und den X1 Plus. Die sind ein bisschen günstiger. Man muss hier wirklich sagen, das ist schon so der Porsche unter den Saugrobotern. Und der ist wirklich krass, hat aber mit 1499 Euro natürlich auch seinen Preis. Also wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, Ecovex hat auch noch ganz, ganz viele andere coole Saugroboter, die deutlich günstiger sind. Wir haben hier allerdings ein Komplettpaket. Das heißt, der saugt und wischt gleichzeitig. Der X1 Omni brilliert also durch vollautomatisches Saugen und Wischen, hat eine unübertroffene Navigation, eine Objektvermeidung wie vom anderen Stern und einen Sprachassistenten, der immer mit euch redet. Ich habe euch ja auch schon die vollautomatische und multifunktionale Station des D-Bot X1 Omni gezeigt und die erledigt alles für euch. Sie entleert Schmutz, die tauscht das Wischwasser aus, sie trocknet die Wischmops, die übrigens auch sehr hart dagegen Schmutz entfernen können. Sämtliche Gegenstände in eurer Wohnung werden erkannt und umfahren und was auch sehr geil ist, Kabel und so weiter und so fort, verfangen sich nicht so schnell wie bei anderen Saugrobotern in den Borsten. Ja, ich habe jetzt quasi ein neues Haustier mit Hundehütte. Witzig. Der X1 befindet sich ja gerade in meiner Wohnung, ich bin jetzt hier im Büro. Wir öffnen einfach mal die Ecovex-App, dann könnt ihr hier direkt sehen, die Räume wurden alle schon eingezeichnet. Man kann den von hier aus steuern und ich kann vor allem auch alles überwachen, Familienmitglieder anschauen. So sieht es jetzt aus, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund oder ein Kleinkind zu Hause hätte, könnte ich nachschauen und sogar mit ihm sprechen. Mach den Computer aus, Kevin! Ich mache jetzt ja auch schon länger Kooperation mit Ecovex und man muss sagen, es kommen immer neue Features, Funktionen hinzu, das ist echt cool mit anzusehen. Deswegen check gerne mal den X1 ab. Okay, Jiko. Ich bin hier. Beginne mit der Reinigung. Stand ist niedrig. Ah. Ich werde aufgeladen. Aber sonst willst du anfangen, oder? Mhm. Leute, weiter geht's mit dem Video. Leute, wir sind wieder zurück. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Auf jeden Fall muss ich kurz sagen, das Video, so wie es ursprünglich geplant war, findet ihr ja jetzt auf meinem Zweitkanal, weil die Sachen, die da drin waren, fand ich scheiße. Also wirklich, das war, Mann, das heißt scheiße. Ich habe mich auf jeden Fall sehr aufgeregt und ich war damit nicht zufrieden. Also wenn ihr trotzdem sehen wollt, was da so drin war, dann checkt auf jeden Fall meinen Zweitkanal ab. Da findet ihr alles. Das war halt alles auch sehr spontan. Ich habe nicht viel recherchiert, habe direkt das Erstbeste genommen, was nicht zu teuer war und ja, Ergebnis selber schuld. Leute, hier nochmal einmal kurz für euch. Wir sind auf Bstock. Hier gibt es wirklich alles, alles Mögliche. Viel ist wohl Amazon-Ware. Es gibt aber auch andere Anbieter, die hier ihre Waren anbieten. Gehandelt wird da eigentlich alles von A bis Z. Wir haben Overstock-Waren, wir haben nicht zustellbare Ware, wir haben Ware, die einfach verloren gegangen ist. Alles, alles Mögliche, was man sich nur so vorstellen kann. Ich bin hier gerade auf der US-Bstock-Seite, hier gibt es echt richtig geile Sachen. Leider kommt für uns nur die Europe-Seite in Betracht, Bstock Supply Europe, wo man zum Beispiel solche Sachen ersteigern kann. Ich würde hier echt gern mitgehen. Schaut mal, 71.000 Euro Retail und wir sind hier gerade mal bei 1.200 Euro, also puh. Ich habe hier allerdings erstmal iPhones erboten. Ich glaube 8 Stück für insgesamt 510 Euro, plus Versandkosten und die sind da, die machen wir jetzt mal auf und schauen, ob sich das lohnt und ob man eventuell auch wirklich mal hier noch dicker einkaufen kann, weil meine erste Bestellung war halt definitiv ein Flop. Let's go. Okay Leute, dann würde ich sagen, wollen wir mal. Ich bin echt mal gespannt, ob sich das lohnt, weil 510 Euro plus Versand. Warte mal, waren es 510 oder waren es sogar 610? Ich habe es doch gerade nachgeguckt. Ihr habt es gehört, eins von beiden. Ich glaube 510. Schauen wir einfach mal, ob ich damit plus machen kann. Also, ja. Und Leute, ich weiß, ihr schreibt ja auch immer in die Kommentare, Alex, verlost doch mal wieder was. Vielleicht kann ich heute mal wieder ein iPhone verlosen. Aber nur, wenn es gut wird. Nein, sonst auch, darum geht's ja nicht. Hier haben wir, oh, hier haben wir einmal die Rechnung. Auch sehr nett. Kommt auf jeden Fall aus Deutschland. 510 Euro plus
12 Euro Versand. Irgendwie ganz schön teuer. Also 12 Euro für so ein Paket? Naja, ich weiß nicht. Ich fange jetzt einfach mal an. Wir checken den Zustand ab und dann werde ich die nach und nach laden, damit ich sehen kann, ob die alle funktionieren, so wie ich es gerne hätte. Aber erstmal auspacken. Wir starten hier mit dem ersten. Das sieht auf den ersten Blick schon mal nicht schlecht aus. Wir haben hier ein iPhone. Ist das ein iPhone 6 oder ein iPhone 8? Das hier müsste ein iPhone 8 sein. Und dann haben wir das einmal in weiß. Und wir haben noch ein iPhone 8 in schwarz. Und ich muss sagen, Leute, der Zustand von den Dingern ist geil. Also, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so gut aussehen. Ich blende es euch hier mal ein, einmal beide zusammen. Okay, hier sind bei dem schwarzen sind ein paar Kratzer drauf. Bei dem weißen kaum. Eigentlich gar nichts, ey. Heftig. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Gigabyte das sind, aber die kosten ja safe. So irgendwas zwischen 240 und 320 Euro würde ich mal schätzen aktuell. Ich habe die Preise natürlich nicht im Kopf. iPhone 8 ist ja jetzt auch nicht mehr das neueste Modell. Aber wenn ich die beide verkaufe und die reibungslos funktionieren, dann gehe ich hier eigentlich safe mit Gewinn raus. Das ist schon mal gut. So, machen wir weiter. Next Items. Das ist jetzt ein Gerät 3 und 4 von 8. Wir haben hier einmal, ja, leider ein zerstörtes. Komplett zerstört, hinten zumindest und vorne auch. Also hier muss man einmal das Backcover austauschen und das Display natürlich auch. Solange es angeht, ist halt schwierig, ich habe keine Ahnung. Also wahrscheinlich wird man dafür nicht mehr so viel bekommen. Das ist jetzt ein iPhone. Ich bin ja absolut lost. Ist das ein, ich finde ein iPhone 6 und was ist denn der Unterschied zwischen einem iPhone 6 und einem iPhone 8 optisch? Warte mal kurz, das hier ist gar kein, oder? Doch, es ist ein iPhone 8. Ja, was ist, oder ist das hier, ich dachte gerade, der Bildschirm geht komplett durch. Aber nein, ist nicht so. Entschuldigung, Leute, lasst euch nicht von mir verwirren. Ich bin kein iPhone-Experte, es tut mir leid. Versprochen, Leute, das nächste, was ich da ersteigern werde, werden keine iPhones sein. Aber ein Gerät haben wir noch, das ist ebenfalls Destroy. Hier haben wir ein absolut demoliertes iPhone X. Ist das ein iPhone X oder ein iPhone XR? Eins von beiden. Ich glaube, iPhone X und iPhone XR. Ich hoffe, beide gehen noch an. Aber an sich stand da jetzt nirgendwo, dass eins von den Dingern nicht funktioniert. Wobei 510 Euro bis jetzt ein sehr, sehr guter Preis ist. Ein sehr, sehr guter Preis, würde ich sagen. Weil wir haben ja noch vier Geräte. So, weiter geht es mit dem nächsten Gerät. Das sieht eigentlich wieder ganz stabil aus. Es ist ein iPhone 8 Plus, würde ich mal sagen. Das habe ich hier bei dem gerade gar nicht gesagt. Aber hier haben wir zwei iPhone 8 Plus. Und das girly iPhone, sage ich jetzt einfach mal, weil das hier so pinke Akzente hat. Wobei, da muss man ja aufpassen heutzutage. Mit so einem Magnetschutz hier drin. Was heißt Magnetenschutz? Also ich denke mal, man kann es vorne ans Auto pappen. Sieht echt gut aus. So, dann haben wir hier das nächste iPhone 8. Und jetzt, ich mache jetzt einfach zu Ende. Und dann versuche ich die alle anzumachen, okay? Sonst, ich versuche mal, vielleicht geht ja eins an. Nee. Ah, das ist ja doof. Also die liegen wahrscheinlich alle schon ziemlich lang rum. Geht keins an? Oh. Ohne, oh nein. Eins geht an. Aber das hier nicht. Naja, also ich klemme, aber warte mal, ich habe hier gerade noch meins am Laden. Ich klemme mal dieses, das nächste hier an. Das müsste ja jetzt hier, na das, bitte. Okay, das lädt schon mal, also es kann zumindest laden. Ha, hier sind wir auch schon drin direkt in dem. Wunderbar. Bitte. Ey, es ist wirklich, es entscheidet, der Unterschied ist gerade zwischen an und aus. Ist ja, let's go, jawolle. Vielen Dank dafür, geht auch an. Okay. Das heißt, also ich wollte gerade sagen, wenn es nicht angeht, dann habe ich quasi direkt 100 Euro verloren, so gesehen. Okay, bitte. Leute, geh an, zeig mir irgendwas. Ah, Digga, es geht auch an. Oh mein Gott. Boah, wenn das jetzt angeht, das ist ein iPhone. Ja, man muss das hier komplett neu austauschen. Aber ich habe ja schon hin und wieder mal so, geht auch an. Let's go, Alter, boom. Ich habe ja schon mal hin und wieder so iPhone-Unboxings gemacht. Bis jetzt war es nie gut. Ich blende euch sehr gerne hier mal die Videos ein. Also eigentlich habe ich, glaube ich, immer Verlust gemacht, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Es war auf jeden Fall nie so gut wie jetzt, sagen wir mal so. Leute, ich musste schon mal Start mitladen. Es gehen alle an, bis auf dieses hier. Da tut sich gar nichts leider. Das habe ich jetzt schon ewig dran gehabt. Aber ist nicht schlimm. Es ist trotzdem sehr, sehr gut. Weil, passt mal auf, hier haben wir das dritte iPhone 8 Plus mit, keine Ahnung wie viel Gigabyte. Aber davon haben wir einfach jetzt schon drei, beziehungsweise zwei, weil eins nicht angeht. Und da, oh, Digga. Was ist das überhaupt für eine Verpackung? Eigentlich bin ich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass wir 8 Geräte haben. Wir haben nur 7. Ob ich mich jetzt darüber aufregen soll, weiß ich nicht. Weil hier haben wir ein fucking iPhone X in gutem Zustand. Okay, das Display ist ein bisschen verkratzt. Aber sonst, das waren jetzt die letzten. Aber wenn die beide auch noch angehen, dann war das eigentlich der Deal meines Lebens. Derjenige, der diese Versteigerung gemacht hat, hat sich wahrscheinlich gedacht, du scheiß. Aber ich glaube, ich habe hier meinen Einsatz von 510 Euro fast mehr als verdoppelt. Ich mache die jetzt einfach mal beide an. Vielleicht gehen die an. Wahrscheinlich nicht. Eins vielleicht. Come on. Gehen beide nicht an. Das heißt, wir müssen die an Strom klemmen. Ey, wenn das hier jetzt geht, ohne Witz, Leute, ich könnte hier 1000 Euro rausholen. iPhone 8 Plus. Scheiße. Da tut sich nichts. Ja, okay, doch. Es geht an. Moment. Es ist wieder aus. Oh nein. Okay. Ja, vielleicht habe ich mich auch zu früh gefreut, weil wenn die jetzt beide nicht gehen, dann haben wir ein Problem. Ja.
Das hier kostet auf jeden Fall noch, ich habe ja eben gesagt, bei dem iPhone 8 240 Euro, das war falsch. Für die normalen 8er bekomme ich 180 Euro vielleicht, wenn es gut läuft. Realistisch eher 160. Ich check jetzt alles ab und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder, Leute. Ja, Leute, ich muss sagen, ich bin wirklich glücklich. Alle iPhones funktionieren, bis auf das eine 8er da, was eh destroyed ist. Ich habe es mal ungefähr im Kopf überschlagen, was das Ganze denn so wert ist. Wir haben zwei normale iPhone 8, das eine in schwarz, das andere in weiß. Das schwarze würde ich mit 160 Euro bepreisen, das weiße mit 180 Euro macht 340 Euro. Dann haben wir drei weitere iPhone 8 Plus, wovon allerdings nur zwei funktionieren. Eins in grau, eins in pink. Das graue war es, meine ich, was nur 16 GB hat, würde ich mit 200 Euro ansetzen. Und das andere in pink mit 64 GB für 220. Dann noch ein iPhone X für 270. Was auch zum Glück funktioniert, und ein zerstörtes iPhone X, was auch angeht, für 100 Euro. Also wenn ich es reparieren lassen würde, danach verkaufen würde, würde ich 100 Euro vielleicht noch dran verdienen. Kommen wir insgesamt auf 1120 Euro, also 610 Euro oder sagen wir mal ungefähr 600 Euro Gewinn, wenn ich das alles loswerde. Das ist schon sehr wild. Jetzt habe ich das Video schon zu Ende gedreht und ich habe ja am Anfang noch hier dick Verlosung angesetzt, wenn es geil wird. Leute, hier das iPhone 8, das 8er hier in schwarz, das haue ich jetzt raus. Könnt ihr haben, schreibt einfach einen netten Kommentar und vergesst nicht, euren Instagram-Namen dazu zu schreiben, damit ich euch kontaktieren kann. Die Gewinnchance ist sehr klein, dass du gewinnst, aber naja, einer wird es halt bekommen am Ende. Mal schauen, wer. Haut rein, Leute. Ciao.